Purifying. Nee, weiß ich gerade nicht. Oder die unsauberen reinmachen? Oh, oh. Unclean. 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 Was? Was machst du? Shut up. Just hold on a minute. I'm this close to remembering. Unclean. Clean. Een. Een. Een! Sie sprang auf. Völlig erregt. Neo aufgeregt. Neo, was? Did you forget it already? I'm talking about this stuff. Als sie sprach, zog sie etwas aus ihrer Tasche. Es war die Injektionspistole zusammen mit einer Viole von Medizin. Oh, natürlich, ich erinnere mich daran. Es war im Safe in dem Treatment Center, richtig? Ja. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, also habe ich es dir gegeben. Exactly. Also sagst du, du hast von diesem Neo-Stigmine-Zeug schon mal gehört? Ja, das ist, was ich sage. Ich habe es nur Du hast dich erinnert? Mein Bruder hat mir darüber gesprochen. Neostigmine is a type of cholinesterase inhibitor. That means it's a sort of antidote for tubocurine. Entschuldige, aber ich verstehe es immer noch nicht. How easy do I have to make it? Ugh. Okay, fine. I'll start at the top, all right? The stuff I've got in here is neostigmine, which counteracts the muscle relaxant tubocurine. Following me? Tubocurin ist das Gift in unseren Armbändern, richtig? Right. It's the second thing we get injected with if we're penalized. First, is this overreal? Which put you to sleep? 9 minutes later, the tubocurin is injected, numbing your respiratory muscles. I guess you could say it'll really take your breath away. Also sagst du, dieses Neostigmin hält es davon ab zu wirken? Yes! Oh my god, how many times are you going to make me say it? Also können wir uns das einfach selbst injizieren und wenn wir penalized werden? Yeah! We don't have to die. We're gonna be okay. We can only pull the trigger once though. Das bedeutet, wir können es nur an einer einzigen Person benutzen. Yeah. Nun, das sind gute Neuigkeiten. Das bedeutet, einer von uns kann die Regel brechen. Einmal. Wie... Lass uns mal sehen. The best way to use it would be for sneaking through the number 9 door. If somebody gets 9 points, they can open it, right? With this stuff, somebody who doesn't have 9 points could still leave with them. Anyway, I'm gonna go tell Alice. Was? Hey, Clover, warte. Clover. Es war zu spät. Clover war schon am Lift und gegangen. Verdammt. Ich glaube, verständlicherweise verärgert. Ohne Treppen war meine einzige Möglichkeit, auf den Lift zu warten, bis er wieder runterkam. So schnell, sobald er wieder da war, sprang ich drauf und ging hoch. Vieh? Wo ist Clover hingegangen? Vieh? Kannst du mich hören? Sie sagte nichts, sondern starrte mich einfach nur mit halboffenem Mund an. Ihre Augen schienen
Ja, Vieh ist gerade deaktiviert, ich glaube auch. Vieh? Ich griff eine Schulter und schüttelte sie vorsichtig. Langsam hob sie ihren Arm und die Finger leicht von ihm gespreizt. Sie zeigte oder sie gestikulierte auf den Ausgang, der aus dem Lagerhaus führte. Dieser Weg? Ging sie aus dieser Tür? Fies einzige Antwort war ein langsames Nicken. Okay, ich hab's. Danke. Ich stimmte auf den Ausgang zu und hielt dann inne. Du siehst ziemlich müde aus. Erhol dich ein bisschen, ja? Immer noch keine Antwort. Das war etwas Seltsames an ihr, aber Clover zu fangen schien die höchste Priorität zu haben. Ich drehte mich noch einmal um und lief aus der Tür zum Treatment Center. Treatment Center. Stimmt. Hä? Das ist seltsam. Wo sind denn alle? Ich schätzte, dass Alice im Treatment Center gewesen war. Also würde Clover hierher gehen, um sie zu finden, aber der Raum war leer. Luna und Tenmuji waren ebenfalls gegangen. Sie haben Quark zurückgelassen? Und die Anzeige auf seinem Pod sagte, dass seine Lebenszeichen immer noch normal waren. Soweit ich erklären konnte, war er immer noch am Schlafen. Schön. Schätze, es ist an der Zeit, nochmal woanders nachzuschauen. Ich ging aus dem Treatment Center. Oder war gerade dabei, hinauszugehen? Tja, wo sind sie nur alle? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Ich kann niemanden finden. Jeder einzelne Raum ist leer. Warte. Da ist nur noch ein Ort, an dem ich nicht nachgeschaut habe. Die Krankenstation. Ich rannte in den Raum und hielt kurz inne. Ich hätte genauso gut in eine Ziegelmauer laufen können. Meine Brust schmerzte so sehr, dass ich kaum noch atmen konnte. Nein. Was? Was passiert? Ich fühlte meinen kompletten Körper, konvuls, keine Ahnung. Ob vom Terror oder
keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Meine Beine wurden taub und ich fiel auf den Boden. Irgendetwas Spitzes presste sich gegen meinen Handballen und ich schaute hinunter, um Blut zu sehen. Ein warmer Strom frischen Blutes breitete sich im Raum aus, berührte meine Beine und Hände. Warum? Das kann nicht real sein. Wie kann... Ups. In der Mitte des Sees, des Blutsees, war eine Insel aus Körpern. Es war eine blutige Menge von leblosen Körpern und toten Augen. Mit zu viel Blut und Chaos für mich, um zu erzählen, wer war. Tja, Quark fehlt, ne? Quark fehlt und Kay fehlt. Hatten sie sich selbst aufgeschlitzt? Oder einander? Ach stimmt, Quark ist am Schlafen. Ich konnte es nicht sagen. All das Blut. Zu viel Blut. Was auch immer sie getan hatten, es war klar, welches Werkzeug sie benutzt hatten. Ein Skalpell lag in dem Blut neben ihnen. Sein Griff und seine Klinge streaked with gore. Das war, wie sie gestorben waren. Diese kleine Klinge. Oh Gott. Das ist es. Es ist vorbei. Das ist, wie es endet. Das ist okay. Ich muss es beenden. Dieser Albtraum wird vorbei sein. Zeit aufzuwachen. Meine Finger glitten über den Boden, als ich das Skalpell aufnahm. Meine Güte. Ich hob es langsam, vorsichtig zu meinem Nacken, als ob jemand meine Hand mit seinen Gedanken, mit seinen... und steckte es in meine Kehle. Bis eben sah er noch ganz gut aus, dem stimme ich zu. Ja, muss ja. So. Den Abspann hatten wir ja schon mal gesehen. Das war das Clover-Ende. Also warum hat Clover eigentlich immer die blutigsten Enden? In 999 hatte war das doch auch schon so. Jo. Sehr schön. Haben wir nach dem Tenmuji-Ende jetzt also auch das Clover-Ende. Und haben wir hier noch irgendwas freigeschaltet? Nein, hier haben wir noch nichts weiter freigeschaltet. Dann gehen wir wieder zurück in die Ambidex-Runde. Und gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt Betray wählen. Erstmal können wir wieder ein bisschen skippen. Gleich gibt es bestimmt richtig Ärger, wenn wir jetzt hier Betray wählen.
Thank you for Ambidex. Das kennen wir ja alle schon. What did you choose, Sigma? Na genau, no. Das hatten wir auch schon. Genau, du weißt es im Moment. Was du danach machen möchtest, liegt an dir. Du kannst mit mir kommen, wenn du möchtest, oder du kannst hier bleiben. Deine That's Wahl. As good as saying you chose betray. Hey. Ich grinste und ging zum Display. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. So, mal gucken, was hier passiert ist. Das ist gleich geblieben. Das ist auch gleich geblieben. Nur wir haben es hier geändert. Tja, dann können wir mit Clover jetzt ja gehen, ne? Points have been assigned or subtracted accordingly. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. What did you do, Clover? Sorry. It wasn't me. Sigma, huh? Yeah. Care to explain this, then? Was gibt's da zu erklären? Es ist genau das, wonach es aussieht. Ich komme hier raus. What? Are you going with him, Clover? Als sich alle umdrehten, um Clover anzusehen, bewegte ich mich, oder? Ja. So in etwa, ja. Meine Füße halten nun auf dem Metallboden des Lagerhauses, als ich zur Nummer 9 Tür rannte. Wait. Er musste sich schon was Besseres einfallen lassen, als zu schreien, um mich aufzuhalten. Es war ganz nah, fast da. Ich war fast da. Ich machte einen letzten rennenden Schritt und krachte in die Wand, das Unlock-Gerät direkt vor mir. Mit einem triumphierenden Schrei zog ich den Hebel herunter. Freiheit! Die Tür begann sich zu öffnen und ein schweres metallisches Krächzen erfüllte den Raum. Shit. That son of a bitch actually did it? Seine Stimme klang ziemlich überrascht. Ich drehte mich um, um ihm in sein Gesicht zu schauen. Entschuldigung. Aber es scheint, als wäre das ein Auf Wiedersehen. Sigma. Mach dir keine Sorgen. Ich gehe zur Polizei, so schnell ich heraus bin, und komme mit Hilfe zurück. Ich werde euch nicht alle hier zurücklassen, damit ihr alle sterbt. Give me that shit. I know a liar when I see one. Wirklich? Vielleicht solltest du dir deine Augen nochmal überprüfen lassen. Are you guys just gonna let him run off like this? No way. I can't allow that. He took advantage of a sick kid. He's just a coward. Agreed. I also agree. That's it then. Let's get him. Ready? Yeah. He's toast. Just leave it to us. He's toast? Hey, hey! Warte. Tut nichts, was ihr später noch bereuen werdet. Diese Tür öffnet sich nur einmal, wie ihr wisst. Wenn ihr mich aufhaltet, dann... Shit. Ich drehte mich noch einmal schnell um, um wieder zur Tür zu schauen. Da war sie. Direkt vor mir. Freiheit. Ich ging hin. Oder zumindest versuchte ich es.
Es passierte binnen eines Augenschlags. Plötzlich wurde mein Nacken gegen den kalten Stahlboden des Lagerhauses gepresst, gedrückt. The number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Mist! Lasst mich gehen! Geht runter von mir, verdammt! Ich konnte etwas Großes, Schweres und Metallisches gegen meinen Rücken... Oder konnte fühlen, wie etwas Schweres, Metallisches gegen meinen Rücken gedrückt wurde. Kay musste mich herunterhalten, unten halten. Ich strampelte und trat, aber es brachte nichts. Was macht ihr? Ihr bringt euch selbst um. Die Tür öffnet sich nur ein einziges Mal, wenn ich nicht. I know. Go, Clover. Huh? You're the only one of us with 9 DP. Nobody else can get out. But this is an order from your commanding officer. You are to escape from this facility. Once you've accomplished that, call for help. That's... Stop complaining and go. If that door closes, it's all over. None of us will get out of here alive. Leave! Die Tür fing schon wieder an, sich zu schließen. Der Platz wurde schnell immer kleiner, aber es war immer noch weit genug geöffnet, damit eine einzelne Person hindurchgehen konnte. Fine. You didn't leave me much choice. Ich konnte nicht sehen, was passierte, aber ich hörte genug, um es zu vermuten. Alice hatte Clover durch die Tür geschubst. Als ich hochschaute, konnte ich Clovers Füße noch vor dem Türspalt sehen und hinter dem Türspalt sehen. Ja, Smoo, es ist wirklich so. Wir kommen hier nie raus. The number 9 door has closed. This ends the Nonary game. Thank you for your participation. As the game is over, all doors other than the number 9 door das wär's noch have gewesen. Been unlocked. Escape is not possible. Ja, weil sie hat ja das Knöpfchen nicht gedrückt, ne? Enjoy your stay. Ah ja. Doppelmoral. Vor allem, dass ihr ja auch alle geglaubt haben, dass wir das waren. Vielleicht hätte es ja genauso gut sein können.